Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Herzlich willkommen. Vierte Portion Pommes braun-weiß. Ein Tag vor dem Bundesliga-Auftakt und damit auch nur noch zwei Tage bis zum ersten Bundesligaspiel des FC St. Pauli. Wer ist denn jetzt eigentlich die wahre Nummer 1 am Millerntor? Welche Bedeutung kommt der medizinischen Abteilung momentan zu? Weshalb spielt Max Kruse momentan mit sich selbst? Drei Fragen, drei Antworten plus die Fritte der Woche jetzt bei Pommes braun-weiß. Benedikt Pliquet wurde nach dem unrühmlichen 0:1 Pokalaus in Chemnitz sehr gelobt, sowohl von Holger Stanislawski als auch von Helmut Schulte. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich teile die Meinung da nicht. Er hatte ein paar kleine Wackler drin und vor allen Dingen hat er das 0:2 verschuldet, das dann letztlich nicht gegeben wurde. Dennoch grober Schnitzer, darf nicht passieren. Und kommt daher für mich auch nicht in Frage für das Spiel in Freiburg. Thomas Kessler ist verletzt, die Frage stellt sich nicht. Bleibt damit eigentlich nur noch Matthias Hein, der spielen wird beim SC Freiburg, davon gehe ich ganz fest aus. Und er hätte auch ohnehin gespielt, auch wenn ein Thomas Kessler sich nicht verletzt hätte oder ein Benedikt Pliquet eine sehr gute Leistung in Chemnitz geboten hätte. Matthias Hein in Freiburg zwischen den Pfosten auf jeden Fall. Holger Stanislawski hatte ohnehin schon die Qual der Wahl. Viele Alternativen, wir haben das schon längst besprochen. Jetzt kommt es aber in erster Linie darauf an, wer ist denn überhaupt fit? Wer ist denn überhaupt bereit, körperlich, für das Spiel in Freiburg? Es gab einige Ausfälle, Charles Tucky, Florian Bruns, Markus Thorand, Ruven Hennings. Insgesamt waren es 10 Spieler, die in den letzten 7 Tagen nicht jede Trainingseinheit absolvieren konnten. Das ist ein bisschen viel und jetzt muss Stanislawski genau ausloten, wer überhaupt auflaufen kann. Sehr eng damit ist dann logischerweise auch die Aufstellung verknüpft. Meine sieht momentan so aus, Matthias Hein im Tor, rechte Seite Carsten Rotenbach, Innenverteidigung Fabio Morena, Carlos Zambrano, links Bastian Otschipka, dann auf der Doppel-6, da wird es schon ganz eng. Matthias Lehmann spielt auf jeden Fall, aber daneben, das ist die große Frage, Fabian Boll wäre die defensivere Variante, Florian Bruns, wenn er denn fit ist bis dahin, die offensivere. Nehmen wir jetzt mal Boll defensiv, damit rückt Florian Bruns eine Reihe weiter nach vorne, auf die rechte offensive Mittelfeldseite. Zentral Charles Tucky, Fragezeichen, soll heute das erste Mal wieder trainieren, ob es reicht, man weiß es nicht. Linke Seite, Dennis Naki ist eine Bank, war der beste Spieler auch in Chemnitz und wird daher auch in Freiburg wieder auflaufen. Vorne Marius Ebbers gesetzt, keine Frage. Was passiert, wenn Tucky ausfällt? Ruven Hennings stünde vielleicht bereit, vielleicht auch nicht, hat leichte Achillessehnenprobleme unter der Woche, musste das Training abbrechen. Finn Bartels wäre auch ein Kandidat, möglicherweise auch Max Kruse. Und in der Innenverteidigung schart Markus Thorand mit den Hufen. Heute das erste Mal wieder voll trainiert, gestern noch etwas dosiert. Könnte auch Zambrano oder Morena ersetzen. Das ist auch noch eine Baustelle. Am Sonnabend sind wir alle schlauer. Seit Jahren wird bei St. Pauli Comunio gespielt. Fußball-Bundesliga-Online-Manager-Spiel. Der Unterschied ist, dass sie sich ab dieser Saison auch selbst spielen können. Kommen selbst in dem Spiel vor. Wollmann macht mit, der Masseur, Peter Ort, der Zeugwart, einige aktuelle Spieler, viele Ex-Spieler sind auch noch dabei. Strategien gibt es da ganz unterschiedliche. Masengo Dinsey hatte vor ein paar Jahren mal eine, hat nur farbige Spieler eingesetzt, ist kläglich gescheitert, allein schon deswegen, weil er keinen Torwart hatte. Timo Schulz, Rekordmeister im Übrigen in der Community, hat jetzt nochmal eine ganz andere Philosophie entwickelt und will einfach die Topstars seiner Hauptkonkurrenten über die Bande grätschen, wenn er spielt. Das wird lustig sein anzuschauen. Max Kruse hat sehr viel Geld bezahlt für sich selbst in diesem Spiel. Das zeugt von großem Selbstvertrauen. Wie diese Community nach 34 Spieltagen ausgeht, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Schulz ist Favorit auf jeden Fall. Was ich aber sagen kann, ist, dass der FC St. Pauli am Sonnabend in Freiburg mit 1:0 gewinnen wird. Ich hatte ja schon in der letzten Folge so meine Bedenken, was die Partie in Chemnitz anging. Das ist leider dann bestätigt worden. Aber jetzt neuer Wettbewerb, neue Chance, 1:0 in Freiburg. In dieser Woche geht die Ehre an Morike Sacco, der Publikumsliebling der vergangenen Jahre. Hat keinen Vertrag mehr bekommen im FC St. Pauli im Sommer.
War lange auf der Suche, nun scheint ein Verein gefunden zu haben, steht bei Arminia Bielefeld seit Wochen im Probetraining, hat einen guten Eindruck hinterlassen, kann diesen aber nun nicht weiter verfestigen, denn der gute Mo ist im Badezimmer ausgerutscht, hat er das Gleichgewicht verloren, sich an das Waschbecken geklammert, seine Kilos verteilt auf 2,2 Meter, waren dann vielleicht doch ein bisschen viel. Das ist aus der Verankerung rausgerissen, in Scherben zerbrochen, jetzt hat er Schnittwunden am Rücken, an den Händen. Alles Gute, Mo.